Zwei Tage nach dem Sieg gegen den Club an der Alster hatte das Herrenteam des LTTC Rot-Weiß es heute mit einem denkbar starken Gegner zu tun, dem Team Hämmerling TuS Sennefeld. Beide Mannschaften liefen in Bestbesetzung auf und der LTTC holte seine Punkte durch den diese Saison ungeschlagenen, unbekümmert aufspielenden Robert Strombach, den auf den Punkt fitten und konzentrierten Rudolf Mollecker und dem Routinier Marcin Gavron. Beeindruckend auch die Atmosphäre mit über 300 Zuschauern, die ihrem Heimteam ihre vollste Unterstützung gaben. Wir sind heute hier am Spieltag bei Rot-Weiß gegen Sennelager. Nach den Einzelnen steht es 3:3. Jetzt stehen die Doppel an. Auf dem Papier sind die Sennelager sehr, sehr stark im Doppel. Also jetzt braucht die Mannschaft von Rot-Weiß jede Unterstützung, die sie bekommen kann. Deswegen werden wir auch gleich wieder an den Spielfeldrand gehen und gut zujubeln. Die genial aufspielenden Gavron und Rischik fuhren einen Punkt ein und Strombach und Mollecker verloren in zwei Sätzen nach hartem Kampf. Die Entscheidung musste also bei 4-4 im entscheidenden Doppel fallen, wo Schulz und Joao sich bereits nach einem eigenen Matchball dann sich unglücklich geschlagen geben mussten im Match-Tiebreak mit 9:11. Wir haben alles gegeben, gut gefightet, dann bei 4-4 letzte Doppel, Matchball, 9-8 Match-Tiebreak. Bisschen Pech, fliegt der Return doch noch rein mit Rahmen und dann verlieren wir es, 11-9. Kann man nicht ändern, aber war wie gesagt eine super Leistung von der ganzen Mannschaft. Und wir gucken aufs nächste Spiel und da werden wir wieder alles geben und dann werden wir das hoffentlich gewinnen. Das nächste Heimspiel ist am 5.8. und besseres Herrentennis bekommt man in Berlin derzeit nicht zu sehen. Und ein Tipp am Rande, die Bratwürste schmecken echt spitzenmäßig. Also kommen Sie vorbei zum Anfeuern. Der nächste Gegner ist der TC Iserlohn. Eine gute Mannschaft, wenn die mit ihrer Bestbesetzung oder mit einer guten Besetzung antreten. Bei denen weiß man leider nie so genau, weil die mal auch ihre ganzen guten Spieler zu Hause lassen und dann nicht so gut spielen, sondern nur mit den eigenen. Aber die spielen zu Hause, deswegen gehe ich mal davon aus, dass die auch ganz gut besetzt sein werden. Und ja, dann wird das wieder eine enge Kiste, aber wir können alle schlagen.